deutsche Wirtschaft brummt und MV brummt mit. Unternehmensansiedlungen spülen Geld in die Kassen der Kommunen, die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie nie zuvor und der Haushalt ist bestimmt auch schon bald wieder ausgeglichen. Ist Armut demzufolge kein Problem mehr oder wird sie nur ignoriert? Die Antwort wissen diejenigen, die regelmäßig damit zu tun haben. Sieglinde Hoffmann arbeitet gemeinsam mit 11 Kolleginnen ehrenamtlich bei der Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuzes in Schwerin. Ich habe den Artikel in der Zeitung gelesen, dass die Kleiderkammer hier öffnet. Und da ich zu Hause im Vorruhestand bin und gedacht habe, das wäre was, ein paar Stunden noch so ehrenamtlich zu arbeiten, so bin ich dazu gekommen. Gleich von Anfang Oktober an. Und ich gehe immer am Donnerstags hier, vormittags hier arbeiten dann. Einer, der sein Kleider gibt, einem armen Kind, ist wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Er kann der Anfang eines Regens sein. Ortswechsel. Stadtteil Großer Dresch, katholische Kirchengemeinde. Endlich. Die Helfer können die Lebensmittelspenden des Vereins Schweriner Tafeln entgegennehmen. Donnerstag ist Tafeltag. Etwa 180 Bedürftige warten auf ihre Tüten mit Lebensmitteln, die für sie und ihre Familie für eine Woche reichen müssen. Die freiwilligen Helfer kommen aus dem Viertel, kennen den Gang zur Essensausgabe oft aus eigener Erfahrung. Ich war selber betroffen. Ich habe 3 Jahre überhaupt kein Geld bekommen. Habe also wirklich gehungert, bin dann selber zur Tafel gegangen und habe mich dann in der Gemeinde engagiert. Und irgendwann haben wir die Tafel, das System umgestellt, dass wir selber die Lebensmittel ausgeben. Und da war ich dann mit im Team drin. Ich bin eigentlich jetzt seit 1. März Bundesfreiwilligendienstleister in der Gemeinde. Ich mache alles, was da anfällt. Also was irgendwie passt. Tafeltag ist natürlich der Tag, wo du von morgens bis abends wirklich im Stress stehst. Morgens ist Mitarbeiterfrühstück, um 8 fange ich morgens an, Tag vorher wird schon eingekauft, dass die Jungs alle was zu essen kriegen, bevor sie hier den ganzen Tag stehen müssen. Und ich bin hier eigentlich abends der Letzte, der rausgeht. Wer ist arm genug? Für die Essensausgabe muss sich jeder mit einer Bescheinigung vom Sozialamt einmalig anmelden. Dies wird mit einer Beratung verbunden, manche Bedürftige werden auch mit zur Behörde begleitet. Sind bürokratische Hürden genommen, reicht das Geld angesichts hoher Preise oft trotzdem nicht. Für die Kleiderkammer ist kein Armutsnachweis nötig. Jens Leupold, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Schwerin, weiß, dass es für viele am schlimmsten ist, sich die eigene Mittellosigkeit einzugestehen. Ich glaube, der Schritt, in diese Kleiderkammer zu gehen, ist grundsätzlich schon schwierig. Ich glaube, dass die Leute, die zu uns kommen und sich eine Spende abholen, schon sehr lange überlegen, ob sie herkommen oder nicht, weil es ist schon ziemlich demütigend, nicht aus eigenen Stücken oder mit eigenen Mitteln sich etwas leisten zu können. Und vor dem Hintergrund haben wir von Anfang an gesagt, dass das hier nicht Pflicht ist. Das war es auch noch nie und deswegen soll das auch niemals so werden. Was macht Armut mit Menschen? Thomas Ruppenthal, Diakon der Petrusgemeinde, hat sich intensiv mit dem Thema Armut beschäftigt. Bevor er nach Schwerin kam, war er Streetworker im Landkreis Ludwigslust. In seinem Buch Die Umkehrung des Domino-Effekts beschreibt er unter anderem, wie Perspektivlosigkeit und Untätigkeit in den Abgrund führen. Es reicht einfach nicht, Menschen Geld zu geben, sie in irgendein Schließfach einzuschließen und dort zu lassen. Und das ist das Problem eigentlich von so einem Stadtteil, dass also gerade hier viele Menschen leben, die überhaupt keine Perspektive mehr sehen. Und das manchmal schon seit 20 Jahren. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Wut in vielen Menschen wächst. Ich habe mit vielen Menschen zu tun, die wirklich inzwischen wütend und aggressiv werden und gar nicht mehr viel vertragen, weil sie einfach merken, da passiert nichts mehr. Und vieles, was so in Großstädten an Aufständen passiert, hängt zum Teil damit zusammen, dass Menschen keine Sicht mehr haben, wo es hingehen kann. Diejenigen, die sich täglich mit Bedürftigen auseinandersetzen, wissen, Armut bedeutet nicht nur, kein Geld zu haben. Es fängt aus meiner Sicht an bei Patienten, die wir betreuen, die so gut wie keine sozialen Kontakte haben, die einfach sozial arm sind, weil sie keine Freundin haben, keine Nachbarn haben und die Angehörigen zum Beispiel nicht da sind und einfach mal Hallo sagen. Oder eben die klassische Armut, wo man sagt, die Leute haben kein Geld, die sind arm, weil sie nicht genug Geld in der Tasche haben. Und selbst da gibt es ganz viele verschiedene Versionen. Armut kann auch sein, dass Menschen einfach nicht die Bildung bekommen, die sie haben können. Also viele Kinder und Erwachsene, mit denen wir zu tun haben, kommen aus der Schule und haben dann keine Möglichkeit mehr, was Musisches zu machen, unter Aufsicht Fußball zu spielen, was Künstlerisches zu machen, also einfach ihre Fähigkeiten zu entfalten.
Der Paritätische Wohlfahrtsverband gab im Februar bekannt, dass die Zahl der Bedürftigen in Deutschland einen historischen Höchststand von 12,5 Millionen erreicht hat. MV sei mit am stärksten betroffen. Der Landesverband MV war leider zu keiner Stellungnahme bereit. Fakt ist, 6 bis 7 Neuankömmlinge kommen jede Woche zur Essensausgabe, in letzter Zeit immer mehr Kriegsflüchtlinge. Wenn die freiwilligen Spenden aufgebraucht sind, gehen die letzten ohne Essen nach Hause. Auch das gehört zur Wahrheit.